Servus die Maun, grüß euch die Buben, herzlich willkommen zu meiner neuen Videoreihe Andi fährt Workshop-Szenarien. Als erstes zeige ich einmal, wie das funktioniert im TS, dass man diese Workshop-Szenarien runterlädt. Früher hat man da über Steam im Workshop aufmachen müssen. Ja, ist gegangen, man hat aber nicht gewusst, ob es funktioniert. Jetzt ist das seit 2021 relativ einfach, es geht auf Fahren. Das dauert bei mir ein bisschen, weil er da einiges an Strecken zum Lernen hat. Leider. Aber es ist halt so, wenn man einen großen DS hat. Und dann kann man sich aussuchen, nach was man. Also dann geht es auf Workshop. Und da könnt ihr ihm aussuchen. Im Besitz, Addons. Addons Benutzer definiert im Besitz. Da kann man dann welche wegnehmen. Da kann ich dann sagen, okay, gut, ich will nur auf der und der Strecke was fahren. Oder ich nehme halt alle Addons. Ich nehme immer. Na komm, lass mich. Na, was ist? So, ich nehme immer Addons in Besitz. Dann kann man auch zeigen, Favoriten gefolgt, alle, da habe ich nichts eingestellt. Nach Bewertung oder nach Datum. Ich mag es nach Bewertung, weil da hat man die besten Fuhren wahrscheinlich. Du wirst dann nach jedem Szenario gefragt, Daumen rauf, Daumen runter. So, dann gehst her, suchst da was aus. Irgendwas. Du hast da etliche Seiten. Also. So, nächste Seite. So, wo haben wir da was? Ich will schauen, ob ich vielleicht was finde. Shepparton London. Sind etliche Szenarien drin. Working on the Beat, Time in Florida, Yardwork, Freight from Miami, Payback. Na, wo ist denn das jetzt? Es ist halt, das Problem ist, wenn du mehr Teile hast, du musst dir die Teile halt wirklich raussuchen und dann kann es sein, dass halt einer nicht geht oder einer geht. So, da ist jetzt aber hoffentlich dabei. Cool. Mannheim Karlsruhe, Updated Version. Könnte das gehen bei mir? Teil 3. Schauen wir mal, abonnieren wir es einmal. So. Workshop-Szenarien wurden hier abonniert. So, jetzt habe ich das da. Cool, for the Power Plant Part 2. Mit der 294er. Fahre nicht. Aber man könnte es jetzt fahren. Ist jetzt auch in der Strecke vorhanden. Das heißt, wenn ich jetzt gehe auf Erstellen. Erstellen. Szenario. Mannheim Karlsruhe. Kohle fürs Kanton. Das ist da. Siehst du? Und man müsste es theoretisch bearbeiten können, wenn der Ersteller nicht das Hagel eingegeben hat. Ich probiere es jetzt nicht zum Bearbeiten. Löschen tut man das aber im Workshop selber wieder. Dann nimmst du einfach das Abo abbestellen, dann bestellst du es auch, dann kannst du es nicht mehr fahren. Und dann gehst du ihm wieder zurück auf Erstellen. Musst nicht. Das ist schon klar. Das ist jetzt nur. Siehst du, jetzt ist es weg. So. Also das heißt, man braucht nicht mit Utilities oder mit 7-Zip oder mit WinRAR irgendwelche Dateien verschirmen, installieren, nichts. Das macht er alles automatisch. Ist ja schon mal gut, ne? Der Nachteil ist, du hast halt nur Standard-Szenarien, also, nein, du hast Karriere-Szenarien, nein, andersrum. Du hast hauptsächlich nur, du kannst nur Rollmaterial von Steam nutzen. Also DLCs, was du über Steam gekauft hast. Also ich kann jetzt nicht zum Beispiel für die, aber probieren wir es aus, warte mal.
Ich kann jetzt nicht für die. Welche habe ich nicht von Steam? So, durchsuchen. Addons im Besitz. Addons definiert im Besitz. Das heißt, ich habe die Berlin. Die Berlin-Leipzig habe ich. Aber da nicht. Weil ich die eben direkt gekauft habe. Und nicht von Steam. Und da kannst du auch noch Lok suchen, was du hast. Also ich kann nicht sagen, ich will fahren die. Probieren wir das einmal aus. Ich will fahren die Baureihe 44. Keine Ergebnisse, gibt's nichts. Okay, Pech gehabt. Was wieder weg. Talent 2 muss was geben. So, da haben wir schon einiges. Ob es gingen, Rosenheimer Talent. Ja, hat er installiert. So, jetzt gehen wir auf Abonniert. Schauen wir mal, das ist Constant 2 Double Set Root rasch, aber vom Rosenheim zu Grafing Thüringen rasch, aber 30 Minuten. Könnte man fahren. Will ich aber nicht. Jetzt bestelle ich es wieder an, dann ist es weg. So funktioniert das mit dem Workshop. Und ich hätte gesagt, ich nehme euch dann noch gleich mal ein Video auf mit einem Zug, den was ich auch fahren möchte. Ja, wie gesagt, das ist halt vom Rollmaterial her bist natürlich eingeschränkt. Du kannst nur Steam-Sachen nehmen. Und aber eben, man da spart sich das Ganze installieren und alles, das macht alles automatisch. Und man kann es auch bearbeiten, wenn ein leichter Fehler ist. Also. Aber wie gesagt, das gibt es dann im nächsten Part. Dann wünsche ich euch einmal eine schöne Woche. Kommt darauf an, wenn es euch das ausschaut. Und bis zum nächsten Mal und viel Spaß bei der neuen Videoreihe. Pfiat euch!